die Bewegung, die die rechte Hand macht für diese Schnecke. Das ist eine auswickelnde Spirale mit zwei Rundungen. Schnier, Kell. Schnier, Kell. Schnier, Kell. Schnecke. Schnier, Kell. Schnecke. Okay, jetzt geht's los. Ich fange links an. Wenn man es mitmacht, kann man rechts loslegen. Sieben. Käcken, Schnecken, Schnecken, saßen einst auf Einstecken, machten dort auf ihrem Sitze. Käcke, Schnecken, Schnecken, Witze, lachten alle so. Ho, 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 ho. Doch voll lauter Hoho-Lachen, Schnirkel, Schnecken, Witze machen, fielen sie von ihrem Stecken, alle sieben. Schnirkel, Schnecken, lagen alle da. Ha, 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 ha. Und das Ganze, wenn man Silbenschritte im Kreis macht, also die Kinder mal im Kreis vorne, beginnen mit dem rechten Fuß auf dem Hinweg und auf dem Rückweg mit dem linken. Muss man allerdings echt üben und langsam, dass die Kinder wirklich das Gewicht auf dem richtigen Fuß haben, um zu beginnen. Gewicht ist auf dem linken Fuß, Hände sind verhakt mit den kleinen Fingern und der Außenkreis macht das, während der Innenkreis die Armbewegung macht. Sieben. Käcke, Schnecken, Schnecken, saßen einst auf einem Stecken, machten dort auf ihren Sitze. Käcke, Schnecken, Schnecken, Witze, lachten alle so. Ho, 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 ho. Rechter Fuß als Gewicht, doch lachen, Schnecken, Schnecken, Witze machen, fielen sie von ihren Stecken. Alle sieben Schnecken, Schnecken lagen alle da. Ha, 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 ha. Und dann durchtauschen. Innenkreis geht raus, Außenkreis.